Für 1000 Euro Rubbellose gekauft, Geld verloren und doch Plus gemacht. Wie ich darauf komme, erkläre ich sofort. Die Jungs von Tizi Schubech haben auf ihrem zweiten Kanal ein Video gebracht, in dem sie für 1000 Euro Rubbellose gekauft haben, um zu schauen, wie viel dabei rumkommt. Nach endlichen Losen gab es für die beiden auch einmal einen Big Hit. Das sah dann ungefähr so aus. Ist es die für 500.000? Für die Bilanz. Digga, 200! Doch am Ende gehen beide mit einem Plus von nur 633 Euro aus dem Experiment raus. Sprich, ein Minus von 367 Euro. Der Verlust hält sich aber in Grenzen, denn das Video hat bis heute knapp 385.000 Aufrufe gebracht. Und hier sind wir bei dem Teil, wo beide mit einem Plus rausgehen. Durch ein paar Recherchen, in denen YouTube-Einnahmen gezeigt wurden, kann man von einem RPM von ca. 5,50 Euro pro 1000 Aufrufe ausgehen. Da das Video im Dezember rausgebracht wurde und dort durch das Weihnachtsgeschäft etwas mehr gezahlt wird als zum Beispiel im Januar. Richtige Schlawiner, aber ich würde es auch so machen. Die 385.000 Views teilen wir jetzt durch 1000 und nehmen den Wert mal 5,50 Euro. Da wären wir bei sage und schreibe 2.117 Euro im Groben. Davon ziehen wir jetzt die 362 Euro ab, die sie verloren haben und kommen dabei auf ein Gesamtplus von 1.755 Euro. Natürlich unversteuert. Somit war das Experiment am Ende kein Minusgeschäft. Wenn ich mir den zweiten Teil von den Schubechs auch mal anschauen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Sehr lustig wäre es, wenn die beiden darauf reagieren würden und man schauen könnte, wie nah ich am Ergebnis war. Und denkt bitte dran, genau wie die beiden das auch schon gesagt haben, bei Rubbellosen oder Glücksspiel im Allgemeinen verliert man eigentlich immer.